Hallo und willkommen zum Qualifying in Österreich, in Spielberg. Eine sehr schöne Strecke, wie ich finde, der Red Bull Ring. Und scheinbar will noch keiner rausfahren. Ich muss zugeben, ich bin mit dem Setup, was ich rausgefahren habe, sehr zufrieden. Und von den Long Runs, die ich gemacht habe, also ich teste ja meistens nur Setup und dann halt den Reifentest, was halt für mich ein Long Run ist, konnte dadurch eine relativ gute Strategie mir rausfahren oder die ich halt fahren wollte oder will. Aber man muss erstmal fahren und gucken, wo man am Schluss steht. Weil ich trainiere öfter mal Rennen. Einmal mit, was passiert, wenn ich zum Beispiel freie Reifenwahl habe, also von Platz 11 aus aufwärts. Und wenn ich von den Top 10 starte, wo ich mindestens mit den Reifen fahren muss, die man im Qualifying fährt. Und von daher muss man gucken, wenn man mit Ultrasoft fährt, wie man hier gerade fährt, verbraucht die Strecke allgemein wenig Reifen. Das ist ja eigentlich bekannt, immer die Reifen oder die Rennstrecken, wo man mit ultrasoften Reifen fährt, die verbrauchen wenig Reifen. Und die Strecke ist relativ kurz, wodurch wir jetzt schon gleich unsere erste Runde starten. Vor uns ist einer, aber das wird kein Problem sein. Gucken, was für eine Zeit wir da hinlegen können. Ja, nicht ganz so sauber durch die erste Kurve gekommen. Das war jetzt meine Defizitkurve in diesem Rennen. Oder ich habe, glaube ich, drei Kurven, wo ich eigentlich relativ Probleme hatte. Das war die erste Kurve und die letzten beiden Kurven. Weil vor allem in der vorletzten Kurve ich dann noch mehr Probleme habe im Rennen. Keine Ahnung, warum ich im Rennen da Probleme hatte. Aber es ging trotzdem eigentlich relativ alles gut. Und natürlich dann, kann man sagen, wir, also mein Teamkollege und ich, werden natürlich versuchen, auch hier in Österreich Punkte zu sammeln. Auch wenn er leider jetzt in Aserbaidschan Pech hatte. Marvin fährt eine 1,81. Schon eine gute Zeit hingelegt. Und da, wie ihr es gerade gesehen habt, dieses Wegrutschen in der vorletzten Kurve, das passiert mir relativ häufig. Ich fahre eine 1,83, also gar nicht so weit weg von Marvin. Ja, viel schneller. Es fährt gerade eine Linie und ist aber hinter uns. Naja. Wir dürfen versuchen, Reifen zu schonen. Cleat fährt eine 1,79. Nochmal schneller. Aber ich bin mal gespannt, wo ich am Schluss lande. Okay, ich weiß es schon, aber ich will das halt für euch ein bisschen spannender halten. Jetzt muss man auf jeden Fall versuchen, Reifen zu schonen, weil, falls man in die Top 10 kommt, startet man immer noch mit den angefahrenen Reifen. Ja, ist ja meistens so. Also, wäre gut, wenn das genauso der Fall ist. So, nicht im Weg stehen. 4 PN. Okay, die Zeit kann man jetzt auf jeden Fall vergessen. Wir sind 11 Sekunden langsamer. Da müssen wir aufpassen, dass wir keinen wirklich im Weg stehen. Gerade vor allem hier bei der Boxeneinfahrt kann man schnell mal in den Weg stehen, indem man ja, weil man hier eng die Kurve fahren muss und alle fahren in diese Kurve wieso eng. Aber ändern kann ich jetzt auch nichts mehr. So, einfach in die Boxengasse, erfolgreich. Ach, muss sagen, jetzt nicht, doch, JPN ist in die Box gefahren. Und hat Stau. Okay, mein Teamkollege hat auch wieder Stau. Wenn mein Team schnell genug arbeitet, muss er warten. Ja, die brauchen ja Ewigkeiten, um meinen Wagen hochzubocken. Muss er sogar warten. Tut mir leid. Da steht er nämlich. So, fährt dahin. Und wo ist seine Mannschaft? Da kommt sie.
Hätte eigentlich schon sich ein bisschen bereitstellen können. Er fuhr auch mit den Soft-Reifen. Ne, Super-Soft-Reifen. Man fährt ja hier Ultra-Soft, Super-Soft und Soft-Reifen. Und so eine gute Zeit fuhr der gerade gar nicht. Also hier muss man sagen, ist der Unterschied wirklich hoch zwischen Ultra-Soft und Super-Soft-Reifen. Zumindest von den Fahrten her, von den Zeiten, die man fährt. Wenn manche jetzt zum Beispiel wie Alex Faux bei mir relativ knapp dran ist, das liegt daran, dass er einfach deutlich an sich besser fahren kann als ich. Und viele starten am Anfang mit super soften Reifen. Das könnte eine interessante Aufstellung werden. Hier haben wir Jenny. Fährt er schon eine schnelle? Ne, startet jetzt in eine schnelle Runde. Hier wird Marius auch nochmal in den Outlap. Also jetzt kommen erst manche Fahrer aus der Boxengasse raus. Der ja, rollt noch relativ langsam. Jetzt müsste er langsam Gas geben, oder? Hier haben wir Andi. Auf einer schnellen Runde. 16.444 im ersten Sektor. Oh, da hören wir noch einen, der direkt dahinter ist. Wir sehen aber leider nicht mehr in der Kamera. Hier haben wir Toni Barat, ein Männer. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, hat jetzt VfL einen neuen Namen, nämlich den Top-Batz, wie er ausgesprochen wird. Und wir kommen genau rechtzeitig, um zu schauen, was Jenny für eine Zeit fährt. Und so fährt eine 1.87. Auf Platz 9. Gute Zeit, jetzt müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich Andi bekommen. Aber ich glaube, er ist schon über Linie. Eine 1.86 fährt KPFSG. Nehmen wir Marius. 47.6 im zweiten Sektor. Also keine langsame Runde ist auf jeden Fall. Auch er rutscht da leicht weg. Oh, das war nah am Abkürzen, aber scheinbar hat er Glück gehabt. Eine 1.86 fährt er. So, wir versuchen jetzt auch mal, weil ich gesehen habe, es fahren viele mit Supersoft-Reifen. Versuchen wir auch mal mit Supersoft-Reifen zu fahren. Das heißt, ich mache hier sogar drei Versuche, meine Zeit zu verbessern. Auch wenn es sehr schwer wird, mit den Supersoft-Reifen seine Zeit zu verbessern. Weshalb ich beim nächsten Mal reinkomme, Reifenwechsel wieder rausfahre, so viel ich mich noch erinnern kann. Wir haben wieder direkt einen Williams vor uns beim Rausfahren. Jammer's, nach dem letzten Mal schon. Das, ja, kann ich sehen lassen. Und wir sind noch Sechster, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir noch Sechster sind. Top Batz 12 fährt die schnellste Runde. Und 1.7. Ist doch nicht so schlimm. Zurzeit bin ich immer noch mit meinem besten Saisonergebnis da. Ich glaube, mein bestes Saisonergebnis ist Platz 11 im Qualifying. Zurzeit. Weil die Saison noch was dauert. Und wir, also wenn ich das hier kommentiere, mittlerweile England gefahren sind oder Großbritannien. Wird das hier noch sehr interessant, das Qualifying. Und das Rennen oder allgemein die Saison geht ja noch relativ lange. Vielleicht habe ich mal Glück und kriege eine trockene Runde und die anderen haben vielleicht Regen. Wer weiß, und am Schluss stehe ich mal auf Pole Position. Das kann man hier nie so schnell sagen, wie das hier abläuft. Wenn ich aber mal aus eigener Kraft in die Top 10 fahren würde im Qualifying, damit wäre ich sehr zufrieden. So, Hyper Hyper fährt eine langsame Einführungsrunde oder eine langsame. Da sah sehr komisch aus. Die erste Kurve sehr gut hinbekommen diesmal. Besser als beim ersten Mal. Deswegen haben wir selbst mit den schlechteren Reifen eine bessere Zeit. Und haben Vorsprung im ersten Sektor. 23.000 Rückstand auf die Bestzeit. Aber hier nicht so gut durchgekommen. Das ist schade.
Ja, wir haben nur minimalen Rückstand. Das wundert mich doch schon. Ich dachte eigentlich, dass man mit den Supersoft-Reifen doch langsamer ist. Okay, jetzt erhöht sich die Zeit ein bisschen. Da wir am Anfang relativ viel gerade fahren, ist es nicht verwunderlich. Und da haben wir die halbe Sekunde. Ich glaube, die Reifen sind eine halbe Sekunde bis dreiviertel Sekunde langsamer. Und da machen wir die Zeit noch ungültig. Ja, ganz toll. So, kurz vor Start-Ziellinie. Am besten wäre ich direkt in die Box gefahren. Hätte sogar noch gereicht. Ja, knapp eine halbe Sekunde langsamer. Eine 1,88 bin ich gefahren. Eigentlich gar nicht so langsam. Auch wenn ich wieder gut durch die erste Kurve komme. Also mit den Supersoft-Reifen komme ich besser um die Kurve als mit den anderen Reifen. Wahnsinn. Ich glaube, da habe ich sogar direkt versucht, eine zweite Runde nachzulegen, oder? So wie es ja gerade aussieht. Also ich fahre jetzt nicht gerade langsam. Da wäre ja schon ein Wunder gewesen, wenn ich jetzt mit dem Supersoft-Reifen eine bessere Runde fahre. Aber viele machen das wohl. Die fahren mit den Supersoften eine Runde, um dann halt mit den an sich schlechteren Reifen länger zu fahren am Anfang. Und da muss man aber am Start halt mitkommen im Tempo, um halt nicht zu viel Rückstand zu verlassen. Oh, Zappern nur 20. Und eine, ja. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt in die Box zu fahren. Ja. Ziemlich aggressiv in die Box. Jawohl, mit dem schönen Quersteher. Hollalala. Weil die Zeit halt ein bisschen langsamer war. Oh, mein Teamkollege ist auf Platz 8. Hat er sich vorgefahren mit den ultrasoften Reifen. Da steht mein Team bereit, um mich in Empfang zu nehmen. Hallo, wie geht's Ihnen? Wir direkt versuchen, die Reifen und die Bremsen zu kühlen. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gesehen. Und zwar mein Heckflügel. Da fehlt was. Sieht zumindest danach aus, ob es jetzt einfach nur sehr dünn ist, damit man es nicht sieht. Kann natürlich der Faktor sein. Aber dann müsste ich mal mindestens im Rechenspiegel so eine Art leichte... Ne, da ist ein Fehler. Ah. Mein Heckflügel ist nur in der Mitte festgemacht. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,8,3. Ja, ich weiß. So, wir fahren auch direkt nochmal raus. Fertig, bereit. Hätte ich gar nicht alles machen müssen, ne? Ich würde nur Reifen wechseln und rausfahren. Schade, dass man das nicht so einstellen kann, dass sie so eine Art schnellen Boxenstopp machen und direkt man wieder rausfährt. Wäre auch noch was. Ja, ein cooles Feature. Wenn man das so einstellen könnte, vielleicht in 2017. Zu dem Qualifying sagt, ich komme jetzt in die Box, wechsle nur die Reifen und fahre wieder raus. Dass man nicht mal zurückgerollt werden muss. So, jetzt der nächste Versuch. Wann habe ich auf Mager gestellt? Oder bin ich jetzt gerade mit den Supersoft-Reifen auf Mager gefahren? Naja. Wenn ja, dann ist die Zeit noch nicht mal so schlecht gewesen. So ein bisschen Windschatten benutzen, den es nicht gibt. Weil da gerade einer angefahren kommt. Wer ist es denn? Toni Barat. Oh, nur auf 8. Der ist durchsichtig. Okay. Doch schon merkwürdig. Entweder muss ich jetzt an Aljoscha vorbeifahren. Danke sehr. Damit wir uns da nicht gegenseitig ein bisschen im Weg stehen bei der schnellen Runde. Ich muss nur aufpassen, dass mein Teamkollege wieder rausgeflogen ist aus der Session. Leider, leider. So, jetzt Feuerland geben. Er fährt in die Box, das heißt, ich habe eine freie Runde. Und gucken wir, ob wir die Zeit verbessern können oder nicht. Zurzeit sind wir immer noch Siebter. Dein Hintermann ist schneller als du. Lass ihn vorbei oder leg eins an zu. Den haben wir doch gerade in der Einführungsrunde überholt. Besser durchgekommen. Alles klar. Auf jeden Fall besser durchgekommen durch die erste Kurve als beim ersten Versuch. Oh, ziemlich aggressiv durch die Kurve gefahren. Weshalb ich wieder ein bisschen Schwung verloren habe. Ja, ganz toll. Na, ich habe aber Rückstand. Das ist schade. P8 ist ja, manchmal so schlecht. Bin noch in den Top 10.
Also wirklich mal ein gutes Qualifying, so wie es aussieht. Marius hat sich jetzt vor mich geschoben, ich bin 9. Schade. Aber noch bin ich ja in den Top 10, das reicht ja für mir persönlich. Und wir haben, ja, 1/10 Rückstand. Vielleicht haben wir Glück. Oh, hier komme ich besser durch, ohne wegrutschen. Ja, und nochmal. Uiuiui, die Zeit sind besser. Es waren ein paar Tausendstel, aber wir vergönnten es zumindest wieder auf D8 schieben. Das Problem ist, dass ich die Reifen mehr beansprucht habe als beim ersten Mal. Jetzt schön langsam fahren. So maximal 11% auf die Reifen kriegen. Wer steht? Wieso fahren die in die Mauer? Wer kommt da? Ich will dem natürlich jetzt nicht im Weg stehen. Aljoscha hat aufgegeben, die Session. Okay. Und stellt sich dann da, genau, schön. Naja. Wir versuchen relativ lang. Oh, wir haben immer noch keinen weiteren Prozent auf unsere Reifen bekommen. Doch, jetzt haben wir es. 10%. Mehr darf es unbedingt, wenn es geht, nicht werden. Wir haben noch eine Minute. Ja, das reicht, um in die Box zu fahren. Und eigentlich gibt bei uns ja die Regel, wir sollen nicht in die Box fahren, wenn die Zeit abgelaufen ist. Oder kurz davor ist abzulaufen. Wir haben ja noch 40 Sekunden. Knapp. Passt das ja. Wenn die uns reingefahren sind, dann haben wir vielleicht genau 3 Sekunden, bis das ganze Ding Ende ist. So. Los, Leute. So schnell wie möglich. Wir reinschieben. So, und schon wieder haben wir das, den Fehler, aber ist ja nicht so schlimm. Das sind Kleinigkeiten in meinem Spiel. Da hält einer Schild raus, sehe ich gerade. Und wir haben noch 3, 2, 1. Genau jetzt ist die Zeit abgelaufen. Aber wir waren noch relativ rechtzeitig in der Boxenlasse. Hier haben wir Top Butts. Und versucht jetzt noch eine schöne Runde zu fahren. Das Problem ist, Valley ist gerade vor ihm. Mal schauen, ob er sich verbessern kann. Sieht ein bisschen danach aus, als ob er leicht aufgehalten wird. Oh, schönes Duell. Das war eine geile Kameraperspektive, um zu geben. Und hier haben wir dann die letzten Fahrer. So, über Linie. Keine Verbesserung. Ich bedanke mich aber, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch im Rennen einschaltet. Bis dahin. Ciao.